Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe hier die Anlage ein bisschen laufen lassen. Wir haben jetzt hier depleted fuel, was man auch immer damit jetzt machen kann. Wir haben hier auch einen Energy Transmitter, den ich gleich wohin zeigen lasse, wenn ich mir nicht... Hier, wohin geht denn der? Geht der unten nicht auf die Batterie? War da nicht irgendwas so in der Art? Dass das hier unten drauf läuft? Gucken mal. Ich glaube, ich habe den nicht gleich hier auf die Batterie gesetzt. Extra. Ja, er kriegt ordentlich. Ich glaube wirklich, dass der hier drauf läuft. Habe ich halt echt auf Lust. Hups. Das war jetzt nicht so wirklich mein Plan. Was ich auch ankündigen wollte. Ah ja, es könnte sein, dass das hier ein bisschen leckt, weil... Hä? Warum ist denn da ein neuer Spawn-Punkt entstanden? Lol, okay. Ich dachte, das muss jetzt laden. Es könnte sein, dass ich in Zukunft ein bisschen die Uploads ändern. Das liegt daran, dass ich ein bisschen an meinem Programmierung gerade mache. Ich programmiere selber ein Spiel, was ich in Zukunft publishen will, aber dafür muss ich halt ein bisschen mehr Zeit aufwenden und ich habe halt nicht unendlich leider Zeit. Außerdem, ach guck mal, das ist mein Minecraft, cool. Wird es so sein, dass ich in Zukunft ein paar Multiplayer-Projekte wahrscheinlich auch hochladen werde. Und das natürlich auch ein bisschen Platz braucht. Deswegen weiß ich nicht, wie in Zukunft das Ganze von mir gehandelt wird, wenn es um das ganze Seriending. Wie gesagt, Spaß habe ich dran. Also das ohne Frage. Die Frage ist, wie lange werde ich Sky Factory in Zukunft fortsetzen? Wie lange lohnt es sich noch? Es gibt bestimmt noch viele Sachen, die ich nicht entdeckt habe, auf jeden Fall. Twilight Forest bin ich ja noch überhaupt nicht weit gekommen. Ich müsste auch mal gescheit anfangen zu schmieden und so. Vor allem die Bäume mal fertig machen. Glowstone, glaube ich, kann ich ja angeblich mittlerweile sogar machen. Von daher sollte ich wahrscheinlich mich auch mal darum kümmern. Ich brauche F5 kurz. F5. So. Das war dumm. Da ist noch was drin, okay. Hier ist fast nichts mehr gewesen. Start. Dann bauen wir dich mal ab. So, und dann nehmen wir unsere Minecart und gehen mal in die nächste Kuppel, die hier anschließend ist. Ich werde irgendwann nicht checken, dass ich vor falsch, obwohl ich war einfach geradeaus weiter schauen. Die ist auch voll nah. Bedeutet, wir nehmen jetzt einfach schnell die Minecart. Stopp, gib mir mein Minecart wieder. Hätte ich beinahe meinen Minecart verpasst. Das wäre doch blöd gewesen. So. Nächste kleine Welt erreicht. Nein, nein, nein. Ups, hallo. Zack. Energy Transfer Mode. Nein, das brauche ich hier nicht. Ich brauche einen Digital Miner wieder. Was ich vielleicht auch mal in Zukunft anschauen sollte, wäre eine Ender. Dass sie das ganze Zeit reinpumpt, dann hätte ich weniger Probleme.
Wieso war es klar, dass genau das passieren muss? So. Reset, start. Schauen wir, was wir alles hier rauskriegen. Für mich ist natürlich jetzt diesmal wieder wichtig Uran. Uranium hier, das ist wunderschön. Wenn ich davon kriege, das ist es. Desto besser ist es. Das Item Transfer. Ich könnte natürlich auch ein Item Transfer Node nehmen. Die könnte ich wahrscheinlich sogar schon bauen. Und dann das Ganze, was rausgepumpt wird, in ein dementsprechendes System mit dem Node schicken. Mit der Node schicken. Das wäre wahrscheinlich einfach eine auch der guten Varianten. Das zu machen, hier sind wieder ganz viele Ressourcen drin. Bitumen. Was heißt das? Werden wir jetzt vielleicht auch einfach machen. Wir holen ein GPS. Wir können dafür ein bisschen arbeiten. Und dann schauen wir, was passiert. Oh, da ist sogar ein Pferdchen. Hallöchen. So, und dann schauen wir weiter. Euer Ernst, über das komme ich nicht drüber. Let's go! So. Weil dann bringt der meine das Zeug schon mal nach Hause, ohne dass ich da was wirklich für machen muss. Weiter geht's. Wieder weitere nach Hause. So. Wie gesagt, mit der Item Transfer Note wird das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher sein. Ist zwar immer noch nicht, sagen wir mal, perfekt. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ein besseres System, wie ich es sonst machen würde. Man kann ja auch nicht einfach... Okay, ich kann dann sagen, okay, ich gehe mal ein paar Tage nur durch mit dem Ding und lasse das Welt für Welt abbauen und tue das einfach mal eine Zeit lang durch. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt das Endziel. Ich habe gesehen, man kann eine relativ simple Item-Farm machen mit den Hawks da, mit den Resource Hawks. Vielleicht kann ich da ein bisschen in Uranium rein mal lunzen, dass ich von dem was herkriege. Das sollten wir uns aber vielleicht doch echt mal anschauen. Weil das gar nicht doof ist, wenn ich mich dann nicht dann verschaue am Ende. Weil wie gesagt, Uranium ist halt so eine Sache, die ich jetzt doch gerne haben würde. Und die muss ich halt, ja... irgendwie doch konstant kriegen, damit ich Energie in Masse produzieren kann in Zukunft. Vor allem, wenn ich die Reaktoren als eine der Hauptenergiequellen haben möchte, wirklich. Dann müsste ich das irgendwie schon gemacht kriegen. Hallöchen. Der wird wahrscheinlich gleich leer sein, denke ich mal. Ach stimmt, die sind ja immer noch verpackt, da war was. Eine GPS brauchen wir auf jeden Fall dann mal. Nee, das System ist wieder voll. Och nee, nicht schon wieder. Na, ich hasse es. Ich will endlich wechseln. Leute, ich will wechseln. Ich will mein neues System haben. Was mir auch geschrieben wurde, ist, dass ich die XP da rauskriegen kann. Dann muss ich bloß einen Weg machen und das werde ich mir aber die Tage anschauen. Was ich hier hasse, ist, dass wenn ich das jetzt sortieren anfangen würde, also das Ganze hier zum Beispiel die Tin, was hier drin wahrscheinlich tonnenweise drin ist, jetzt überall wie es ausschaut, wenn ich in verschiedene reingucke, ist Tin so das Hauptzeug, was hier drin ist, ja. Um das wieder rauszukriegen, müsste ich halt alle Sachen wieder auf eine Absorption, ne? Folder. Oh, jetzt habe ich irgendwie also den Filling Folders empty. Tin.
Anchor, Tin Resin, Tin hier. Dann werden wir es auf die normale Weise machen, um Platz zu sparen. Das ist jetzt schon mal gleich alles drin, was ich jetzt hatte. Zack. Eine Hand frei. So, dann ist auf jeden Fall Tin. ZI. Niedrig eingestellt. So. Wenn ich jetzt nochmal dich nehme. Brauchen wir erst wahrscheinlich einen Chest, damit sie nicht. Build. Chest. So, ich schließe die einfach mal hier oben schnell an. Dann wird die jetzt leer geräumt, perfekt. Aber da dürfte nicht alles ankommen, wenn ich mich erinnere. Der Großteil sollte dann hier in das Tin reingehen, genau. Schon 1000, boah, Gottes Willen. So viel war jetzt nicht der Plan, dass sie hier da rauskommt. Was ist eigentlich noch Kupfer, was ich rausballern kann? Hier wieder zurück, dann wird er vollgepumpt. Aber scheint halt echt so, als ob Tin so eine der Hauptzutaten ist in diesem speziellen Fall. Wird direkt auch wieder vollgepumpt. Die haben uns auch schon halb wieder voll. Was ist hier noch drin? Silber. Ach Gott. Es gibt doch bestimmt einen Sortierbutton, nur ich weiß es nicht auswendig. So, das Ding ist auch fast durchsortiert. Ich muss eigentlich die nehmen mit den viel Tin drin. Jetzt bestimmt 1, 2, die viel Tin haben wie du hier. So. Hier ist, hier ist noch viel Silber drin. Also daneben, neben dem Tin ist Silber natürlich auch wieder ein Pertified, ist ja auch noch mit was drin. Davon besitze ich gleich nicht mehr so viele. Ist auch schön bummvoll, der wird gerade bummvoll. Da geht's. Es hat nicht wirklich viel geändert, wie es scheint. So. Tun wir das mal hier hin. Zack. Ja, das ist halt wieder Arbeit. Wir müssen halt echt gucken, dass wir irgendwie in mein Ding reingehen, weil dieses immer neu sortieren. Oh, da kriege ich ja jetzt schon einen Anfall. Ich will einfach XXL-Speicher haben, tonnenweise, und mich nicht drum kümmern, dass ich immer nachsortieren muss. Das ist doch der reinste Kollaps, ganz ehrlich. Das ist der reinste Kollaps. Tue, dann wird er auch wahrscheinlich. Boah, geht der schnell voll. Holy shit. Okay, Pertified, mache ich doch was, okay. Und den dann nehmen wir noch auf jeden Fall mal. Der scheint relativ gut noch zu sein, damit wir halt in Zeit wieder Ruhe haben. Hier ist sehr viel Tin drin. Das sollte ordentlich was bringen. Wenn wir hier gucken, Tin. Saplings aber nicht viele, aber 11.000 Anchors und 8000 Resin. Respekt. Ich könnte auch mal, um Copper zu reduzieren, hier sagen, ich nehme das ganze Bone Resin raus und nehme ein bisschen Copper. Dann haben wir Copper Resin und Copper Anchors. Und wenn ich die beide hier reinschmeiße, und zurück raus. Ah, da wird jetzt gleich Copper Resin gemacht. Das kommt in den Output mit rein. Und dann wird das Copper gleich mal verkleinert von der Menge her, die es gibt.
Muss ich gucken, dass ich mal wieder Platz kriege. Ich habe jetzt viel zu viel im Inventar dran. Jetzt kann ich das auf jeden Fall wieder graben. Holy shit, zum Glück. Iron Ore dabei. Hier, das brauche ich auch nicht. Die andere Energy Trench von Nose brauche ich auch nicht. Und das sollte jetzt, ja, Zeit für Zeit steigen und dafür der Rest sinken. Das sollte positiv schon mal auch sich auswirken. Und auf jeden Fall den Inhalt reduzieren von den Kisten. Ja, ich sehe schon, jetzt hat, geht viel weg, was davor noch da war. Silber ist natürlich auch noch hier drin, überall. Ich sehe viel Lead Amber. Aber da kann ich rein theoretisch auch mal hier sagen, okay. Ich setze vielleicht mal die Produktionsstellen hier um. Habe ich hier noch was Freies? Ah, nee, habe ich natürlich nicht in dem Fall. Das können wir ganz schnell ändern. Ich glaube, das waren jetzt teure Sachen, aber ja. Wir nehmen aber schnell Lead. Lead heißt es ja. So, Lead. Stecken das hier oben rein. Dann kommt das deckweise hier rein. Jetzt zieht es hier rein und der pumpt es hier volle Wäsche rein. Und dann geht die Lead-Ingot-Produktion gleich mal los. Jetzt hat ein Block. Der pumpt es gleich hier hinten schön rein. Dann werden Blocks produziert in Masse. Dann wird die jetzt erstmal voll gemacht. 6 Blöcke sind schon drin. Holy shit. Ja, das wird sich auf jeden Fall was bringen. Na, wie gesagt, es ist natürlich nicht die schönste Variante hier. Es ist schön, dass sie jetzt einiges reduzieren anfängt. Ist auch noch Tin drin, das nehmen wir auch noch einfach schnell mit. So Stück für Stück mal die Kisten ausräumen. Ist ja wie ein Frühjahrsputz eigentlich, wenn man so sieht, ne? 15 Blöcke sind hier schon drin. Holy shit, wie viel wartet hier? Ja, das Ding ist ordentlich auf Standby mittlerweile. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir mal wieder. Neben dem Item-Transfer-Ding, weswegen ich eigentlich zurückgelaufen bin, werden wir gucken, dass wir hier weiterkommen und vielleicht langsam doch mal alles hinkriegen, die ersten Laufwerke zu kriegen und das Netzwerk starten zu können. Damit wir langsam umsteigen können von dem System zu hier riesigen Servernetzwerken, die dann hier stehen sollen. Und vielleicht auch endlich Platz kriegen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.